Aber wir lernen ständig dazu. Mit der Pandemie wird man kreativ. Und unser Thema heute ist ja auch so ein bisschen das Erwachsenwerden. Wir sind ja so ein bisschen gesprungen von eurer jungen, wilden Zeit im Studium und kommen jetzt eben in die Phase, ihr hattet jetzt Glück, konntet nochmal auftreten, hat aber eben gleichzeitig auch noch ein Kind zu Hause, was auch innerhalb dieser Corona-verrückten Welt jetzt irgendwie Aufmerksamkeit von euch braucht. Und ihr habt gesagt, es tut gerade so gut, im Vorgespräch von Alten zu lernen, also von denen, die vielleicht den Weg schon mal gegangen sind, des freiberuflichen Künstlers und Artisten. Und damit spiele ich eigentlich an auf euren aktuelles Projekt. Ihr seid nämlich auch gefördert worden. Korrigiert mich auch vom Fonds Daku. Ja, genau, also bei genau von Daku das Action. Tech Action. Take Action, ja. Ja, erzählt doch mal, was macht ihr gerade? Woran arbeitet ihr? Ja, genau. Wo fangen wir denn da an zu erzählen? Also wir haben im November habe ich einen Anruf gekriegt, genau, von einem Clown hier aus Bremen, der gern mit uns zusammenarbeiten würde, wollte. War das Markus oder Jürgen? Das war Markus, Markus. Markus Siebert. Genau. Und dann in Kombination mit seinem Partner Jürgen Dimon und auch mit dem Regisseur, den er schon in der Hinterhand hatte. Und das kam total unerwartet auch mal wieder, aber jetzt im Nachhinein auch total passend. Also wir haben dieses ganze Corona-Jahr Zeit gehabt, uns zu sortieren und was wir genau wollen und auszusortieren auch. Und das war irgendwie perfekt jetzt der Moment, was Neues zu starten und auch genau eine spannende Richtung. Zwei Clowns, ein Maskenspieler. Und wir beide, die da ja hauptsächlich Jonglage erstmal reinbringen Akrobatik. und Tanz. Und Tanz. Genau. Und es soll eine Show entstehen, aber wir lassen uns dieses ganze halbe Jahr Zeit, zu forschen, was da geht, auch mit also diese spannende Kombination auszukosten. Und für alle ist es das erste Mal, dass wir bezahlt werden fürs Proben. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Es ist Ob das das. erste Mal, also es ist nicht das erste Mal, ich bezahlt werde fürs Proben, aber es ist das erste Mal, ich bezahlt werde fürs Proben von den Projekten, die ich selber organisiere und auf die ich selber Lust habe. Also ja. Genau. Und das genießen wir total. Haben jetzt halt seit Januar angefangen, grob. Uns immer mal also ja, auch intensiv zu treffen. Genau, mit Kind ist dies intensiv dann immer so relativ. Aber jetzt, so nach 2 Monaten, habe ich auch das Gefühl, es ist genau richtig, dass wir durch unsere Tochter halt einfach Einschnitte sind es nicht, aber das anders sortieren müssen, das Proben auch, als wir es sonst gemacht hätten. Also den Es Vormittag muss viel mehr intensiv. getaktet sein, wahrscheinlich. Ja, und Prioritäten und wirklich, wir können da nicht rumschlawenzeln und zu lange Kaffee trinken zusammen, was natürlich auch wichtig ist, aber ja, dann hauen Also wir aufs Zeug. das schiebt man dann halt eben in den Nachmittag rein, dann wenn der Vormittag halt eben dann unsere Tochter dann einfach woanders ist oder halt eben Betreuung hat, dann wissen wir, da ist unsere Arbeitszeit, das ist ganz klar, da müssen wir reinhauen. Und am Nachmittag ist es dann halt wieder entspannter und Und die beiden Clowns bringen ja auch eine Form rein, die ihr vorher nicht unbedingt so sehr vertieft habt. Also eigentlich ist es ja eine ganz neue Disziplin für euch, mehr oder weniger. Naja, also selbst die beiden Clowns bringen da unterschiedliche Herangehensweisen, andere Erfahrungen und Methoden auch mit. Plus dann dem Regisseur, der viel Maskentheater macht. Und letztlich waren wir eigentlich schon die ganze Zeit nach der Ausbildung auch auf der Suche so nach mehr als der Technik, die wir hauptsächlich also selbst im Sportstudium oder ja auch bei meiner Ausbildung war sehr auf technisch fixiert. Auf Technik fixiert. Und jetzt einfach die ganze Zeit waren wir auf der Suche nach, was geht da noch mehr, nach Figurenarbeit und so weiter. Und das können wir jetzt gerade total intensivieren. Genau. Und werdet ihr auch mit Masken arbeiten? Ziemlich. Aber ihr arbeitet mit einer Clownsfigur oder also mit der klassischen Figur des Clowns oder mit Charakteren, die nur clownesk sind oder Slapstick-mäßig sind? Bis jetzt ist es noch sehr offen, also für was wir uns dann entscheiden. Aber gerade sind wir auf jeden Fall an starken Figuren dran, die sehr unterschiedlich sind und die jetzt aufeinandertreffen in dem Raum. Und genau, da entsteht schon viel und wir müssen es auf jeden Fall noch lenken.
Und da bin ich auch glücklich, dass wir einen Regisseur dabei haben, der diese Aufgabe hauptsächlich hat, da auch auszusortieren und das zu fokussieren, wohin es geht. Ja, es ist super wichtig, jemanden zu haben, der einen spiegelt und der einem Feedback gibt, damit man weiß, woran man weitermachen soll und auch jemanden, der bestärkt in Ideen. Das größte Problem mit guten Ideen ist, dass man sich selber nicht lang genug dran glaubt. Und wenn man jemanden hat, der sagt, nee, nee, es ist super, aber halt die jetzt fest, die Idee, und weich nicht schon wieder auf die nächste Idee oder die übernächste Idee aus, sondern bleib erstmal an dieser Idee dran und vertief sie und geh mal weiter gucken, was verbirgt sich alles noch hinter dieser Idee, ja. Worauf du sonst nicht gekommen wärst, wenn du allein bist, weil du dann sehr schnell dazu neigst, also mir geht es auf jeden Fall so, auch dann sofort unzufrieden zu sein mit der Idee und denken, nee, es muss noch was Besseres sein oder das ist nicht gut genug oder so. Und so ein Feedback von einem Regisseur ist dafür super, ist Gold wert. Ja, und meistens pusht du dich auch selber nicht so weit, dass du da deine Komfortzone selber überschreiten würdest, also freiwillig. Und was ja aber schon sinnvoll ist, öfter mal da die Grenzen auch zu erweitern. Ja, absolut.